Tagesordnungspunkt 2, Regierungserklärung des Hessen-Ministers des Innern und für Sport betreffend Sicherheit braucht Verantwortung. Redezeit vereinbart, Herr Minister, 20 Minuten. Sie haben das Wort. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger in den Staat und seine Institutionen ist in einem ganz entscheidenden Maße davon abhängig, ob sich die Menschen sicher fühlen oder nicht. Sicherheit ist ein Grundbedürfnis der Bürgerinnen und Bürger. Für die Hessische Landesregierung hat das Thema Sicherheit deshalb seit fast 20 Jahren höchste Priorität. Unsere Sicherheitspolitik fußt auf Erfahrung, auf Verantwortung und auf klaren Prinzipien. Deshalb ist die Sicherheitspolitik in Hessen seit Jahren erfolgreich. Unabhängige Umfragen bescheinigen einhellig, dass die große Mehrheit der Hessen sich sicher fühlt. Im Januar 2017 haben 4 von 5 Hessen laut einer Umfrage des Hessischen Rundfunks angegeben, dass sie sich sicher fühlen. Nur 7% der Befragten gaben im letzten Hessentrend an, dass die Themen Sicherheit, Kriminalität oder Terror zu den wichtigsten Problemen in Hessen gehörten. Noch einmal 6% weniger als ein Jahr zuvor. Das ist ein schönes Kompliment für unsere Sicherheitsbehörden, für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Das Vertrauen der Menschen in die Arbeit der Sicherheitsbehörden befindet sich auf einem stabilen und hohen Niveau. Dieses Vertrauen ist hart erarbeitet. Sicherheit braucht Verantwortung. Die Landesregierung nimmt diese Verantwortung an, und sie nimmt die Verantwortung wahr. Meine Damen und Herren, auch eine Regierungserklärung kann dabei nicht alle Ausschnitte beleuchten, die die Sicherheitspolitik in Hessen hergeben. Das will ich eingangs wenigstens gesagt haben. Wichtige Fragen kann ich heute nicht ansprechen, aber ich glaube, die wichtigsten werde ich in der Regierungserklärung entsprechend darstellen. Meine Damen und Herren, die Landesregierung hat die Weichen für schlagkräftige, moderne und effektive Sicherheitsbehörden in Hessen gestellt. Und das schlägt sich schwarz auf weiß in der polizeilichen Kriminalstatistik nieder. Die Kriminalitätsbelastung ist auf dem niedrigsten Stand seit fast 40 Jahren gesunken. Rund 63% der Straftaten wurden letztes Jahr aufgeklärt. Das ist der höchste jemals gemessene Wert seit Einführung der Kriminalstatistik im Jahr 1971. Vor 20 Jahren, meine Damen und Herren, wurde weniger als die Hälfte der Fälle geklärt, während wir uns mittlerweile der Zweidrittelmarke deutlich nähern. Alle Polizeipräsidien, meine Damen und Herren, liegen bei ihrer Aufklärungsquote über 60%. Die Straßenkriminalität konnte dank entschlossener und harter Polizeiarbeit in den letzten 20 Jahren messbar eingedämmt werden. Die Zahl der Fälle hat sich halbiert, während sich die Aufklärungsquote nahezu verdoppelt hat. Wir haben in Hessen Wohnungseinbrechern den Kampf angesagt. Im Vergleich zum Vorjahr nahm die Zahl der Wohnungseinbrüche um mehr als 20 Prozentpunkte ab. Bei dem so wichtigen Indikator Versuche, also nur die versuchten Wohnungseinbruchdiebstähle, wurde der höchste jemals gemessene Wert von knapp 50% erzielt. Eine hohe Versuchsquote bedeutet nichts anderes, als dass die Präventionsarbeit der hessischen Polizei wirkt. Sicherheit braucht Verantwortung, auch von Seiten der Bürgerinnen und Bürger. Bürger leisten durch ihr Verhalten und durch ihre Aufmerksamkeit gerade in diesem Deliktsfeld wichtige Beiträge zum Erfolg unserer Arbeit. Die Hessische Landesregierung hat gute Rahmenbedingungen gesetzt und die politischen Weichen gestellt. Den Erfolg für die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger haben wir aber den tüchtigen Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten sowie den Mitarbeitern unserer Sicherheitsbehörden zu verdanken. Wir sind dankbar und stolz auf das, was sie für unser Land geleistet haben. Wir brauchen eine starke Polizei, um die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger zu gewährleisten. Ich erinnere mich noch genau, als die Gewerkschaft der Polizei vor mittlerweile 2,5 Jahren gefordert hat,
dass wir 800 bis 1.000 zusätzliche Stellen schaffen sollten. Wir stellen aber nicht 800 bis 1.000 zusätzliche Polizeianwärter ein. Wir haben daraus mehr als 1.500 zusätzliche Stellen gemacht, meine Damen und Herren. Mit der Einstellungsoffensive der Hessischen Landesregierung erhalten die Kolleginnen und Kollegen eine nie dagewesene Verstärkung. 1.520 zusätzliche Polizeivollzugsbeamte, das ist ein Stellenplus von 11% seit Beginn dieser Legislaturperiode, ein Sicherheitsplus für die Bürgerinnen und Bürger und ein weiterer Beleg dafür, dass die Hessische Landesregierung dem Thema Sicherheit höchste Priorität einräumt. Die Arbeit der Polizei hat sich im Hinblick auf die Ausbildung und Ausstattung bereits jetzt ganz entscheidend durch die aktuellen Herausforderungen verändert. Die Landesregierung steht dabei fest an der Seite der Kolleginnen und Kollegen, damit sie für den Ernstfall vorbereitet sind. Wir haben die Polizei mit sogenannten Notinterventionsteams auf die besondere Herausforderung von Terrorlagen eingestellt. Tausende Kollegen wurden trainiert und geschult für diese besondere Anforderung. Für eine verbesserte Dienst- und Schutzkleidung der Polizeivollzugsbeamten gibt die Landesregierung in 2 Jahren fast 20 Millionen € aus. Dazu gehören auch 1.000 Schnittschutzschals für unsere Streifenpolizisten, um sie vor Messerattacken besser zu schützen. Dazu gehören moderne mobile Videoüberwachungsanlagen wie das Warnsystem Katwarn, das mittlerweile mehr als 500.000 Menschen in Hessen nutzen und von der Polizei landesweit eingesetzt wird. Moderne Videoüberwachungsanlagen in unseren Städten und Gemeinden sind ein weiterer wichtiger Baustein für eine effektive Sicherheitsarchitektur in Hessen. Wir stärken damit nicht nur die objektive Sicherheit und das Sicherheitsgefühl der Bürgerinnen und Bürger vor Ort, sondern ermöglichen auch eine verbesserte Strafverfolgung. Die hessische Polizei liefert dabei das Know-how und hilft den Kommunen. 2/3 der Kosten übernimmt das Land und stellt jährlich 1,3 Millionen € zur Verfügung. Nur eine innovative Polizei ist eine zukunftsfähige Polizei. Deshalb werden regelmäßig neue Einsatzmittel getestet, seien es Drohnen für die Verkehrsüberwachung und die Tatortdokumentation oder der Taser als weitere mögliche Alternativbewaffnung für unsere Schutzleute, um nur 2 Beispiele zu nennen. Die hessische Polizei, meine Damen und Herren, ist eine innovative und mithin eine zukunftsfähige Polizei in Deutschland. Innovationen aus den eigenen Reihen der hessischen Polizei haben bei uns Tradition. So hat sich die Bodycam zu einem Exportschlager unter den Bundesländern entwickelt und wird mittlerweile bundesweit eingesetzt. Das Tragen der Schulterkameras schreckt bei Kontrollen in Brennpunktbereichen potenzielle Aggressoren ab und trägt zu einer Deeskalation der Kontrollsituation bei. Zurzeit sind 99 Bodycams bei uns in Hessen im Einsatz. Wir werden noch dieses Jahr weitere 300 Stück für die Kolleginnen und Kollegen bereitstellen und so die Ausrüstung der Schutzleute weiter verbessern. Aber trotz Bodycams und moderner Schutzausstattung gab es 2017 mehr als 3.500 Übergriffe auf Polizeivollzugsbeamte, ein trauriger Höchststand. Meine Damen und Herren, wir dürfen niemals dulden, dass diejenigen, die uns schützen, die für uns tagtäglich den Kopf hinhalten, Gegenstand von tätlichen Angriffen werden. Der Staat muss eine klare Grenze ziehen. Wer Polizeibeamte oder unsere Einsatzkräfte angreift, muss dafür hart bestraft werden. Daher halte ich nach wie vor eine Mindeststrafe von 6 Monaten für Angriffe auf Einsatzkräfte für notwendig. Das zeigt den besonderen Unwert eines solchen Angriffs, und die Täter könnten nicht mehr mit einer Geldstrafe davonkommen. Wir haben bereits mit unserer Bundesratsinitiative eine Debatte und eine Verbesserung in Deutschland erreicht. Die Landesregierung wird aber auch gegenüber der neuen Bundesregierung nicht in ihren Bemühungen nachlassen, meine Damen und Herren. Die Bedrohung durch den Terrorismus ist die größte Herausforderung, vor der die hessischen Sicherheitsbehörden jemals gestanden haben.
Auch wenn der sogenannte Islamische Staat immer weiter an Boden verliert, senkt der militärische Misserfolg in Syrien und im Irak keineswegs die Wahrscheinlichkeit für einen Anschlag in Europa oder der Bundesrepublik. Ein islamistisch motivierter Anschlag ist jederzeit möglich und und wir alle leben mit der anhaltenden Bedrohungslage. Auch wenn für den einzelnen Bürger das Risiko gering ist, Opfer eines Anschlags zu werden, ist diese Gefahr da. Sie wird auch noch lange bleiben. Die überwältigende Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger ist sich dieser Tatsache allerdings bewusst. Und die überwältigende Mehrheit hat sich entschieden, mit dieser sogenannten latenten Bedrohung zu leben und sich nicht von Gefühlen der Angst oder vom Terror die Lebensweise diktieren zu lassen. Sie entscheiden sich für die Wahrnehmung ihrer Freiheit in Deutschland und Europa. Die Sicherheitsbehörden werden auch in Zukunft die Risiken so niedrig wie möglich halten. Deshalb stärken wir auch gezielt das Landesamt für Verfassungsschutz. Bis 2019 wird das LfV auf 370 Planstellen angewachsen sein. Das ist eine Verdopplung der Stellen seit dem Jahr 2000. Wir wollen vor allem Anschläge verhindern und die Menschen bestmöglich vor Terror und Extremismus schützen. Dafür müssen wir dem Verfassungsschutz die notwendigen Instrumente in die Hand geben und den Einsatz unter eine wirksame parlamentarische Kontrolle stellen. Dies erreichen wir durch unser neues LfV-Gesetz, das wir zurzeit in den Gremien des Landtags beraten. Wir dürfen keine Radikalisierungsräume akzeptieren. Weder dulden wir verblendete Hassprediger, die jungen Menschen in Hinterhofmoscheen weismachen, der schnellste Weg ins Paradies führe über einen Selbstmordanschlag. Wir müssen aber auch hirnlosen Parolen gröhlenden Rechtsextremisten klarmachen, dass sie für ihre Konzerte oder Haut-drauf-Veranstaltungen einen weiten Bogen um Hessen machen müssen. Im gleichen Zuge muss es ein gesamtgesellschaftlicher Konsens sein, dass Linksextremisten nicht Rückzugsräume besetzen können, um sich dort darauf vorzubereiten, wie sie Repräsentanten des Staates vorführen können oder ihnen im schlimmsten Fall gar Verletzungen beibringen können. Meine Damen und Herren, es gibt keinen guten Extremismus, und deshalb werden wir auch das herausragende Engagement und die Vorreiterrolle, die Hessen zu Recht bundesweit bei seinen Präventionsprogrammen eingenommen hat, weiter ausbauen. Hessen hat seit 2015 ein humanitäres Gesicht in der Flüchtlingskrise gezeigt. Um aber die Akzeptanz in der Bevölkerung für die Aufnahme von Flüchtlingen zu erhalten, müssen wir auch dafür Sorge tragen, dass Nichtbleibeberechtigte unser Land auch wieder verlassen. Der Staat muss aber vor allem seine Ressourcen nutzen, um ausländische Kriminelle konsequent zurückzuführen. Das ist ein wichtiger Beitrag, einmal für die Sicherheit, auf der anderen Seite aber auch für den gesellschaftlichen Frieden. Um mehrfach und Intensivtätern ohne deutsche Staatsangehörigkeit wirksam entgegentreten zu können, setzt die hessische Polizei daher seit Juli 2016 auf das sogenannte BASA-Konzept. Ausländerbehörden, das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, Staatsanwaltschaften und Polizei arbeiten dabei noch enger zusammen, um beschleunigte Rückführungen zu forcieren. Im Jahr 2017 konnten damit gegen mehr als 100 besonders auf- und straffällige Ausländer aufenthaltsbeendende Maßnahmen umgesetzt werden. Über 500 besonders auffällige Straftäter stehen aber noch derzeit im Fokus unserer Ermittler. Die Rückführung von ausländischen Straftätern verbessert die Sicherheitslage in unserem Land. Das gilt auch für islamistische Gefährder. Meine Damen und Herren, Herkunftsstaaten, die ihre eigenen Staatsbürger verleugnen, muss dabei die Bundesregierung insbesondere unmissverständlich verdeutlichen, dass so ein Verhalten Konsequenzen in der Entwicklungshilfe, der wirtschaftlichen Unterstützung oder der Visapolitik hat. Sicherheit braucht Entschlossenheit. Wie wahr dieser Satz ist, hat die Entwicklung der letzten knapp anderthalb Jahre rund um den Frankfurter Hauptbahnhof gezeigt. Wir haben mit
der besonderen Aufbauorganisation erhebliche Kraftanstrengungen mit ca. 300.000 Einsatzstunden unternommen, um die Drogen- und Straßenkriminalität dort gezielt zu bekämpfen und die Situation für Anwohner, Gewerbetreibende und Gäste zu verbessern. Wir haben dort Erfolg. Dieser Erfolg ist übrigens wichtig für das Sicherheitsgefühl in ganz Hessen. Bürger erkennen, dass die Sicherheitsbehörden hier keinen rechtsfreien Raum zulassen, meine Damen und Herren. Das Land hat jetzt mit der neuen regionalen Einsatz- und Ermittlungseinheit einen wichtigen Beitrag geleistet. Fast 150 zusätzliche Polizeivollzugsbeamte sorgen täglich für Sicherheit. Mit dieser starken Präsenz und gezielten, verdeckten Maßnahmen machen wir Dealern und anderen Kriminellen klar, dass der Staat keine rechtsfreien Räume duldet. Die Verantwortung für die Sicherheit im Bahnhofsviertel geht aber mit diesem Engagement nicht ausschließlich auf die hessische Polizei über. Das haben wir unseren Sicherheitspartnern von der Stadt Frankfurt von Anfang an klargemacht. Wir sind entschlossen vorangegangen. Die Sicherheitspartner vor Ort ziehen nunmehr nach. Ich bin nach dem Gespräch mit Vertretern der Stadt, der Deutschen Bahn und der Bundespolizei zuversichtlich, dass auch unsere Partner ihren Einsatz für die Menschen vor Ort noch weiter intensivieren werden. Die Sicherheitsexperten der hessischen Polizei stehen dabei der Stadt Frankfurt wie auch allen anderen Kommunen in Hessen mit Rat und Tat zur Seite. Der Erfolg hängt eben nicht überall allein von unseren tüchtigen Polizeivollzugsbeamten ab. Sicherheit braucht Partner. Mit Kompass haben wir ein neues Kapitel in der Sicherheitsstrategie des Landes Hessen aufgeschlagen. Unsere Modellkommunen Hanau, Bad Homburg, Maintal und Schwalbach am Taunus leisten zurzeit Pionierarbeit für die kommunale Familie in ganz Hessen. Wir wollen mit Kompass die Sicherheitsarchitektur in den Kommunen individuell weiterentwickeln und gemeinsam passgenauere Lösungen für Probleme vor Ort finden. Dabei werden wir unseren Schwerpunkt auf die Prävention setzen. Wir wollen damit die Erfolge, die wir bei der Sicherheit in Hessen in den vergangenen Jahrzehnten erzielen konnten, verstetigen. Sicherheit braucht Verantwortung. Erfolge im Kampf gegen die Kriminalität rund um den Frankfurter Hauptbahnhof oder die gerade wachsenden Kooperationen im Rahmen von Kompass sind beste Beispiele dafür, dass sich durch eine bessere Zusammenarbeit vor Ort auch die Sicherheitslage Schritt für Schritt verbessern kann. Die hessische Polizei ist dabei zu Recht der erste Ansprechpartner, wenn es um Fragen der Sicherheit in unserem Land geht. Hessen nimmt die Verantwortung für die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger sehr ernst. Wir nehmen sie gewissenhaft wahr. Unsere Leitplanken für die verantwortungsvolle Sicherheitspolitik der Gegenwart und Zukunft sind klar. Sicherheit braucht Verantwortung. Die Hessische Landesregierung hat sich in einer Zeit besonderer sicherheitspolitischer Herausforderungen dieser Verantwortung für die Sicherheit gestellt. Wir haben verantwortungsvoll gehandelt, indem wir in Personal, Ausrüstung und Ausstattung investiert und die notwendigen Anpassungen des Rechtsrahmens auf den Weg gebracht haben. Sicherheit braucht Entschlossenheit. Die Hessische Landesregierung hat durch ihre zukunftsweisenden Investitionen in die Sicherheitsbehörden bewiesen, dass sie mutig vorangeht, wenn es darum geht, die Sicherheitsbehörden für die Herausforderungen von morgen fit zu machen. Mit der Verlagerung von Ressourcen der hessischen Polizei ins Frankfurter Bahnhofsgebiet haben wir verdeutlicht, dass wir entschlossen vorangehen, um für Sicherheit zu sorgen. Sicherheit braucht Partner. Der Erfolg der Sicherheitsbehörden hängt auch von vielerlei Unterstützung ab. Nicht nur im Frankfurter Bahnhofsviertel haben wir mit dem Engagement der Polizei die Sicherheitspartner vor Ort ermutigt, ihrerseits einen Beitrag für mehr Sicherheit zu leisten. Mit dem kommunalen Sicherheitsprogramm Kompass setzen wir gezielt auf die Kraft der Sicherheitspartnerschaft mit Städten und Gemeinden, um lokal für mehr Sicherheit zu sorgen. Mit dem partnerschaftlichen Sicherheitsengagement werden wir auch langfristig das Sicherheitsgefühl der Bürgerinnen und Bürger weiter stärken. Wir brauchen die Bürger als wachsame Nachbarn, als Zeugen und auch bei der Sicherung ihres Hab und Guts. Sicherheit braucht Innovation. Mit den Sicherheitsmaßnahmen der letzten Jahre haben wir immer gezielt auf Innovationen gesetzt. Nicht nur, dass wir neue Wege mit neuen Partnerschaften eingeschlagen haben, um die Sicherheit zu verbessern. Sensibilisierung vor extremistischen Gefahren in Landratsämtern, technische Verbesserungen und Neuerungen wie die Bodycam,
Digitale Innovationen wie die Prognosesoftware KLB Operativ stehen als Beispiele für eine moderne, sich weiterentwickelnde Polizei. Dafür steht sie heute und auch morgen. Meine Damen und Herren, wir stellen uns der Verantwortung für die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger mit allen erforderlichen Partnern entschlossen, innovativ und am Ende erfolgreich. Vielen Dank. Ich eröffne die Aussprache. Das Wort hat Frau Abg. Faeser für die SPD-Fraktion. So wie gestern? Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren! Weniger Straftaten und eine noch bessere Aufklärungsquote ist für uns Anlass, der großartigen Leistung der hessischen Polizeibeamtinnen und Beamten zu danken. Ihnen gilt unsere große Wertschätzung. Ich möchte allerdings an dieser Stelle auch die Kommentierung der Gewerkschaft der Polizei vom 15.02., vom Tag der Veröffentlichung der Kriminalitätsstatistik, hier zitieren, die gesagt haben, diese ganzen Erfolge sind umso höher zu bewerten, weil in vielen Organisationseinheiten der hessischen Polizei personell am Limit gearbeitet wird. Das ist ein bisschen andere Ausrichtung als das, was wir eben vom Innenminister hier gehört haben. Ich werde darauf zurückführen, dass ich noch einmal sehr betonen möchte, dass diese großartige Leistung trotz schwerer Rahmenbedingungen in Hessen erfolgt ist, ist aus unserer Sicht umso höher zu bewerten. Ich will hinzufügen, Herr Bauer, es ist sicherlich kein Verdienst des hessischen Innenministers. Ich werde im Folgenden auch aufzeigen, warum. Wie jedes Jahr lohnt sich nämlich der Blick auf die Zahlen, um einige Entwicklungen der inneren Sicherheit in Hessen aufzuzeigen. Wir haben einen Rückgang von 36.472 Straftaten, was insgesamt zwar sehr erfreulich ist, aber ja, habe ich doch auch gesagt, auch eingangs, Herr Boddenberg. Aber ich glaube, nicht ganz dem Sicherheitsgefühl der Bevölkerung entspricht nicht das, was der Innenminister hier gesagt hat, sondern wenn Sie die Bevölkerung einmal fragen, ob sie glauben, ob die Straftaten eher zurückgehen insgesamt, dann werden Sie sagen, nein, dieses Gefühl haben wir nicht. Und da muss man einmal sehr genau hingucken, warum das so ist. In Hessen hat sich vor allen Dingen die Zahl deshalb so verringert, Herr Boddenberg, weil vor allen Dingen im Bereich Verstoß gegen Aufenthalts-, Asyl- und Freizügigkeitsgesetz allein 24.355 Fälle weniger sind. Das ist kein hessischer Verdienst, das ist, weil die Zuwanderung abgenommen hat. Das ist ein bundesweiter Trend, also keine herausragende hessische Leistung. Aber dennoch bleibt ein Rückgang von nahezu 12.000 Fällen, und ich sage es noch einmal, entspricht nicht dem subjektiven Sicherheitsgefühl der Menschen. Was kann man denn als Landesregierung tun, damit die subjektive Sicherheit der Menschen gesteigert wird? Die Bürgerinnen und Bürger haben das Recht, unabhängig von ihrer persönlichen Situation, ihrer finanziellen Situation, umfassend vor Kriminalität geschützt zu werden. Das ist aus unserer Sicht auch eine Frage der sozialen Gerechtigkeit. Ein starker, entschlossener und vor allen Dingen handlungsfähiger Rechtsstaat ist dafür die Voraussetzung. Und dazu gehört vor allen Dingen gut ausgestattetes und vor allem ausreichendes Personal, meine Damen und Herren. Wo Straftaten nicht verhindert werden können, Herr Kollege Boddenberg, muss die Strafverfolgung konsequent und wirkungsvoll möglich sein und vor allen Dingen auch durchgesetzt werden. Und da kommen wir zu einem großen Problem in Hessen. Genau hier haben wir nämlich ein großes Problem, wenn z. B. – und das ist jetzt ein Fall aus Hessen –
Ein hessischer Polizeibeamter, weil er als Polizeibeamter von einem Drogendealer erkannt wurde, so krankenhausreif geschlagen wurde, dass er für immer dienstuntauglich bleibt. Für immer dienstuntauglich. Und der Täter dafür nur 2 Jahre auf Bewährung an einem hessischen Gericht verurteilt wurde, also als freier Mensch aus dem Gerichtssaal rausspazieren kann, dann stimmt etwas nicht. Und das bekommen die Bürgerinnen und Bürger mit. Und dafür braucht es keine neue Strafverschärfung, sondern eine konsequente Anwendung der Gesetze. Und wenn bei den furchtbaren Ausschreitungen der EZB-Eröffnung im Jahre 2015 150 Polizeibeamte verletzt werden, gerade einmal 14 Strafbefehle und 6 Verurteilungen dabei rauskommen, 134 Fälle, wo es verletzte Polizeibeamte gab, nicht einmal zur Gerichtsverhandlung gekommen sind, dann frage ich mich, wo hier die Verantwortung des Innenministers ist, der sie bis heute nicht übernommen hat, Herr Boddenberg. Bis heute nicht übernommen. Kein Sinn konsequent in diesem Bundesland, übrigens im Gegensatz zu Hamburg. Die Verfahrensdauer. Die Verfahrensdauer in Hessen, bis ein Strafverfahren eröffnet wird, liegt in Hessen übrigens bei 3,2 Monaten, bundesweit bei 2,5 Monaten. Die Dauer eines Strafverfahrens dauert in Hessen 5 Monate, bundesweit 3,9 Monate. Das, meine Damen und Herren, ist viel zu lange. Die Täter müssen aber schnell merken, dass ihr Fehlverhalten vom Staat auch geahndet wird, und zwar zeitnah. Und das wird in Hessen nicht gemacht. Meine Damen und Herren, diese verlängerte Verfahrensdauer trägt aber gerade nicht zu einem besseren Sicherheitsgefühl der Bürgerinnen und Bürger bei. Sie merken es auch, und Sie merken es auch im Anzeigeverhandeln. Ich sage Ihnen auch, woran das liegt, meine Damen und Herren von der CDU. Das liegt schlicht am Personalmangel bei der Justiz, dass die Verfahrensdauer so lange ist, und an nichts anderem. Aber was können wir tun, um das Sicherheitsgefühl der Bevölkerung zu verbessern und auch vielleicht zu einem besseren Anzeigeverhalten führen? Wir fordern nämlich heute mit unserem Antrag, eine Studie mit wissenschaftlicher Begleitung in Auftrag zu geben, mit der das Dunkelfeld der Kriminalität erforscht werden soll. Denn in der Kriminalitätsstatistik, ich sage das Jahr für Jahr, sind nur die Straftaten erfasst, die zur Anzeige durch Anzeige der Bürger oder durch Wahrnehmung der Polizei bekannt geworden sind. Wir wissen aber im Bereich der häuslichen Gewalt oder der Sexualdelikte, dass das Dunkelfeld sehr, sehr hoch ist und nur wenige Straftaten tatsächlich angezeigt werden. Aber auch in einem Bereich, wo man es vielleicht nicht vermutet, und Herr Bauer, wir waren bei einer gemeinsamen Veranstaltung, wo das gesagt wurde, beim DBB, auch bei den Gewaltdelikten, z. B. im Bereich der Körperverletzung, werden nur 50% aller Fälle zur Anzeige gebracht. 50%. Da ist das Dunkelfeld wirklich enorm, und es hat natürlich auch damit etwas zu tun, wenn die Bürgerinnen und Bürger meinen, eine Anzeige würde nichts bringen. Deshalb brauchen wir in Hessen eine solche Dunkelfeldstudie, um ein umfassendes, realistisches Kriminalitätslagebild zu haben. Die letzte Innenministerkonferenz hat so etwas für Gesamtdeutschland auch gefordert, und andere Bundesländer haben das übrigens schon längst durchgeführt. So etwa in Niedersachsen haben Sie übrigens selbst in der Beantwortung einer Frage als wegweisend beschrieben. Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern haben solche Dunkelfeldstudien bereits umgesetzt. Nur wer das wirkliche Ausmaß von Kriminalität erfasst, kann die richtigen Präventionskonzepte erstellen und die Kooperation mit der Bevölkerung verbessern. Negative Entwicklungen können früher und klarer erkannt werden und entsprechende Maßnahmen ergriffen werden. Ich hoffe sehr, meine Damen und Herren, dass wir Ihre Unterstützung für eine solche Dunkelfeldstudie auch bekommen. Ich wüsste nicht, was dagegen spricht. Aber zur Kriminalitätsstatistik zurück, die in manchen Bereichen eben nicht nur Licht hat, sondern auch viel Schatten enthält. Die Aufklärungsquote im Bereich der Wohnungseinbruchsdiebstähle ist gerade einmal die Aufklärungsquote, die so viel gelobt wird vom Innenminister beim Wohnungseinbruch, bei 21%, nicht annähernd so hoch wie die Gesamtzahl der Aufklärungsquote und im Vergleich zum Vorjahr übrigens gesunken. Das hat der Innenminister natürlich in seiner Rede nicht gesagt.
Er lobt nur den Höhenrückgang der Fallzahlen, was erfreulich ist, aber im Übrigen auch wieder ein bundesweiter Trend ist und kein hessisches Spezifikum. Insofern glaube ich, Herr Boddenberg, dass man bei den Delikten der Wohnungseinbrüche etwas genauer hingucken muss. Es ist ein sehr belastendes Delikt, was die Menschen total belastet, wenn in ihren Wohnraum eingebrochen wird. Und wir haben heute nicht erlebt, dass der Minister heute viel dazu gesagt hat. Wir haben bereits 2012 Vorschläge dazu gemacht, wie man diese Zahlen zurückführen könnte. Zur Bekämpfung dient insbesondere präventive Maßnahmen zur Eigensicherung, Konzepte mit den Wohnungsbaugesellschaften entwickeln, um Einbruchschutz zu gewährleisten, strukturelle Verbesserungen der Ermittlungsarbeit, Best-Practice-Modelle aus anderen Bundesländern heranziehen, länderübergreifende Zusammenarbeit, um Mehrfach- und Intensivtäter besser zu verfolgen, und eine bessere Personalausstattung. Wo waren eigentlich Ihre Vorschläge heute, Herr Innenminister? Sie haben dazu nichts gesagt. Sie loben sich nur oberflächlich für Ihre vermeintlichen Erfolge. Sie können gerne einmal zuhören, was die Deutsche Polizeigewerkschaft dazu in ihrer Pressemitteilung vom 15.02. gesagt hat zu den besorgniserregenden Zahlen beim Wohnungseinbruch Diebstahl. Ich zitiere: Daran hat auch die mit hohen Kosten verbundene Einführung der Prognosesoftware KLB operativ nichts geändert. Ich denke, das sind Maßnahmen, die wir im Fachausschuss diskutieren müssen. Aber über die Strategien zum Wohnungseinbruch, zur Bekämpfung, was man machen kann, das wird nie vom Innenminister auf die Tagesordnung gesetzt. Es wird nur auf die Tagesordnung gesetzt, wenn wir es beantragen. Wir werden das für eine der nächsten Sitzungen tun. Die Gewaltbelastung auf den Straßen hat sich im Vergleich zum Vorjahr erhöht. Auch kein Wort des Innenministers dazu. Rohheitsdelikte wie Körperverletzungen und Ähnliche sind um 9% angestiegen. Leider gibt es auch eine Steigerung, das hat der Innenminister vorhin erwähnt, bei den Übergriffen auf Polizeibeamtinnen und Beamte. Es gab über 3.500 Übergriffe auf hessische Polizeibeamtinnen, meine Damen und Herren. Das trotz Bodycam. Ich muss sagen, das ist wirklich etwas sehr Besorgniserregendes, was wir nicht durchgehen lassen dürfen. Ich darf noch einmal die Deutsche Polizeigewerkschaft zitieren, die Ihnen nämlich am 15.02., meine Damen und Herren von der Regierungsfraktion, ein schlechtes Zeugnis ausstellen. Ich zitiere: Dies zeigt, dass die Maßnahmen der Landesregierung aus CDU und Bündnis 90 die Grünen zum Schutz ihrer Polizistinnen nicht ausreichend sind und keine Wirkung haben. Allein eine Strafverschärfung scheint aus Sicht der Deutschen Polizeigewerkschaft Hessen nicht ausreichend zu sein. Recht hat die Deutsche Polizeigewerkschaft. Hier sind dringend umfassend Maßnahmen erforderlich. Die DEPOLK hat das gesagt. Die Straftaten gegenüber Feuerwehren, Rettungsdiensten und der Polizei sind nicht hinzunehmen, meine Damen und Herren. Da braucht es ein bisschen mehr als Strafverschärfung. Ach, Herr Bellino, es gab in den letzten Wochen zwei wirklich gute Veranstaltungen dazu, und keine der beiden haben Sie persönlich teilgenommen. Ich kann ja gleich noch einmal sagen, wer da war. Ich habe am Samstag gemeinsam mit Jörg-Uwe Hahn, mit Hermann Schaus, mit Frau Feldmeier, mit Herrn Pfaff-Greifenhagen in Frankfurt auf dem Römer gegen Gewalt, gegen Rettungskräfte und Feuerwehren nach einem Aufruf, Achtung, von Verdi demonstriert. Und am letzten Mittwoch gab es eine sehr gute Veranstaltung vom DBB, wo der Kollege Bauer, Frau Müller, Herr Schaus und der Herr Blechschmidt ebenfalls anwesend waren, zu den Übergriffen auf die Bediensteten der Landesverwaltung. Meine Damen und Herren, beide Veranstaltungen waren auf Initiative zweier Gewerkschaften, nicht eine dabei auf Initiative der Landesregierung. Im Übrigen haben wir, wie gesagt, bis auf die Strafverschärfung auch nichts gehört. Ich glaube aber, dass es ein umfassendes Bündel braucht der Maßnahmen, und ich will ein paar hier benennen. Es bedarf dringend Schutzmaßnahmen für die Mitarbeiter des öffentlichen Dienstes. Es bedarf einer Kultur in den Ämtern, die immer zu einer Anzeige der Straftaten führen muss. Es bedarf Vorgesetzter, die sich hinter die Opfer stellen. Sonst wird kein einziger Bediensteter über solche Übergriffe reden. Die Opfer müssen dringend Unterstützung erhalten. Sie brauchen bei dem schlimmsten Fall unbürokratisch schnell Hilfe, wie z.B. den von uns jetzt mehrfach beantragten Opferhilfefonds, den Sie nicht nur ablehnen, sondern sich nicht einmal damit beschäftigen. Dabei wäre es eine wirkliche unbürokratische Hilfe für alle Bediensteten, die Opfer einer solch schlimmen Straftat werden, meine Damen und Herren.
bedarf darüber hinaus, ich habe es bereits ausgeführt, schneller Verfahren vor Gericht und vor allen Dingen Sanktionen der Täter. Vor allem braucht es aber umfassender Präventionsarbeit in Kindertagesstätten und Schulen, damit es gar nicht erst so weit kommt. Von all diesen notwendigen Maßnahmen haben wir heute vom Innenminister nichts gehört. Wo ist denn da Ihre vielgerühmte Verantwortung, meine Damen und Herren? Wir haben heute von großer Wertschätzung gegenüber den Polizeibeamtinnen und Beamten geredet, über dass sie gute Leistungen erbracht haben. Aber ich will einmal sagen, Wertschätzung heißt nicht, dass man sie hier im Plenum lobt. Echte Wertschätzung, liebe Regierungsfraktionen, sieht eben anders aus. Jahrelang haben CDU-geführte Regierungen Stellen abgebaut. Die bevorstehenden Pensionierungen der geburtenstarken Jahrgänge und die immer weiter wachsenden Aufgaben der Polizei wurden einfach ignoriert. Gelungene Personalpolitik, meine Damen und Herren, sieht eindeutig anders aus. Erst durch erheblichen Druck von außen lenkte der Innenminister ein und nimmt nun seit 2 Jahren Neueinstellungen vor. Viel zu spät. Wir haben deshalb in Hessen nach wie vor einen erheblichen Personalmangel zu verzeichnen. Ich denke, man merkt es vor allen Dingen in der Fläche, wenn Sie sich da einmal umschauen. Jetzt haben Sie gesprochen in Ihrer Rede von einem Stellenzuwachs von 1.520 Stellen. Ja, ab wann denn, Herr Innenminister? Wann werden die denn eingestellt? Ein Teil dieser 1.520 Stellen ist noch gar nicht eingestellt. Die werden erst nächstes Jahr eingestellt, und die erste Verstärkung wird man sowieso erst 2020 merken, weil Sie nämlich erst letztes Jahr mit einer Verstärkung begonnen haben. Es wird von Rede zu Rede in Ihren Reden des Innenministers wird es mehr Personal, was tatsächlich überhaupt nicht vorhanden ist. Wir werden am Ende sehen, was in den Polizeidienststellen vor Ort überhaupt ankommt. Ich will das noch einmal sagen. Sie haben über 1.000 Stellen bei der hessischen Polizei zunächst abgebaut, unter der Verantwortung übrigens eines Innenministers, Volker Bouffier. Und Sie lösen jetzt etwas oder versuchen es zu lösen, was Ihre Vorgänger Ihnen hinterlassen haben. Diesen Personalmangel hat allein die CDU-geführte Landesregierung in 19 Jahren zu verantworten und herbeigeführt. Ich will Ihnen, Herr Bauer, auch noch einmal sagen, wo Sie da stehen in der Frage der Polizeidichte. In Hessen gibt es lediglich 226 Polizisten je 100.000 Einwohner. Das ist Platz 13 bundesweit. Platz 13. Bayern hat 326 Beamte auf 100.000 Bewohner. Das sind 100 mehr, meine Damen und Herren. Das sagt doch alles. Sie haben diesen Personalmangel herbeigeführt. Sie sind daran schuld. Die CDU in 19 Jahren hat das vermasselt. Aber ich will Ihnen auch noch etwas, Herr Bauer, zu den Rahmenbedingungen sagen. Die sind nämlich aus unserer Sicht auch völlig ungenügend. Die meisten Beamten, die im Schichtdienst arbeiten, haben keine verlässlichen freien Zeiten mehr. Sie müssen Tag-Nacht arbeiten, Wochenenddienste an Feiertagen. Das ist unzumutbar. Ich will Ihnen das einmal sagen. Das ist wirklich unzumutbar. Es gibt einen nach wie vor hohen Überstundenberg von 2,7 Millionen Überstunden. Die durchschnittliche Krankheitsdauer liegt bei 31 Tagen, meine Damen und Herren, im Jahr. Das ist fast doppelt so viel wie normale Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer nach AOK-Statistik. Was ist denn sonst als viele Überstunden und hohe Krankheitstage ein Indiz dafür, dass die hessische Polizei völlig überbelastet ist? Auch das Thema Besoldung ist nicht weg. Die Nullrunde über 1,5 Jahre, 1% danach, das haben Sie letztes Jahr nicht ausgeglichen. Ein wichtiger Punkt der Wertschätzung aus unserer Sicht wäre gewesen, die Ruhegehaltsfähigkeit der Polizeizulage wieder einzuführen, wie es verschiedene andere Bundesländer auch getan haben. Ich will Ihnen das noch einmal sagen. Sie bieten keinerlei Perspektiven in den Beförderungsmöglichkeiten für die hessische Polizei. Nichts machen Sie. Nein, tun Sie überhaupt nicht. Sie gehen das Problem nicht an. Sie haben bundesweit ein Problem. 70% der Polizeibeamten in Hessen hängen in der A10 fest. Das ist vergleichsweise zu anderen Bundesländern. Und wissen Sie, Herr Frömmrich, das kann man alles nachlesen. Das sind nicht unsere Zahlen. Nein, das stimmt. Und das ist von beiden Polizeigewerkschaften wird das bestätigt.
Und wenn Sie so weitermachen, ist es Ihre Sache. Aber die hessische Polizei weiß, wie sie hier behandelt wird, nämlich denkbar schlecht, meine Damen und Herren. Ich will auch noch einmal nachfragen, was eigentlich mit der Entlastung von polizeifremden Aufgaben ist. Ich glaube, vor 3 Jahren, Herr Kollege Rudolph, haben wir schon beantragt, dass die Schwertransporte nicht mehr von der Polizei begleitet werden sollen. Was haben wir uns da anhören müssen? Das machen wir schon. Da sind wir schon längst dabei. Dafür braucht es keine SPD-Anträge. Nichts ist passiert. Die Polizei begleitet immer noch die Schwertransporte, meine Damen und Herren. Sie nehmen die Wertschätzung gegenüber den Beamten überhaupt nicht ernst. Sie machen überhaupt nichts. Stillstand, wo man nur hinguckt. Ich will zum Schluss noch 2 Dinge aufführen, die ich wirklich nicht in Ordnung finde. Zum einen, Herr Innenminister, haben Sie heute von dem tollen neuen Verfassungsschutz geredet, um die terroristische Bedrohungslage zu verbessern. Dieses tolle Verfassungsschutzgesetz ist mit Pauken und Trompeten durchgefallen bei der Anhörung. Es ist für verfassungswidrig erklärt worden, und Sie ignorieren das eigentlich. Wären Sie verantwortlich tätig, würden Sie dieses Gesetz zurückziehen, meine Damen und Herren. Ich will Ihnen am Ende meiner Rede noch 2 Dinge mit auf den Weg geben. Sie reden hier von gutem Rückführungsmanagement. Das ist wirklich der Hohn. Ich kann Ihnen ja mal sagen, was die Liga der Freien Wohlfahrtsverbände zu ihrer Form der Rückführung mittlerweile sagt. Ich darf zitieren. Die Liga Hessen, die Redezeit geht zu Ende. Ja. Die Liga Hessen erkennt nach den ersten Umsetzungsbeobachtungen und Berichten massive Fehlentwicklungen in der Ausgestaltung dieses staatlichen Rückkehrberatungskonzepts. Unserer Einschätzung nach unterliegt der staatliche Beratungssatz der einseitigen Logik einer politisch motivierten und interessensgeleiteten Rückkehrberatungspraxis, die nicht dazu geeignet ist, Geflüchtete bei einer unabhängigen Entscheidungsfindung zu unterstützen. Meine Damen und Herren, Sie schieben 12-Jährige ab, und es wird aus sicheren Einrichtungen abgeschoben. Wo ist denn da Ihre Verantwortung den Menschen gegenüber, die aus anderen Ländern geflüchtet sind und an Not und ihrem Leben bedroht sind, meine Damen und Herren? Bitte jetzt zum Ende kommen. Ich komme zum Schluss, meine Damen und Herren. Herr Innenminister, nehmen Sie Ihre Verantwortung wahr. Zum einen gegenüber den Beamtinnen und Beamten. Machen Sie endlich echte Wertschätzung gegenüber ihnen und auch gegenüber der Bevölkerung, meine Damen und Herren. So kann man jedenfalls keine verantwortungsvolle Sicherheitspolitik in diesem Land machen, wenn man sich immer nur selbst lobt und alles ins Schaufenster hängt. Dann ist das sicher der falsche Weg, sondern machen Sie endlich etwas, damit die Lebenssituation sich der Menschen verbessert.